Also wir haben heute extra hier aus dem fernen Freiburg Joachim Breitner eingeflogen. Joachim ist also weltweit bekannt als ein Haskell-Mensch oder ein Theorembeweiser-Mensch auch. Mit Isabelle und Koch hast du gearbeitet und du hast in letzter Zeit mit Blockchain gearbeitet. Und heute geht es überhaupt nicht über Blockchain, sondern wie man den Bleistift neu erfindet. Ja, vielen Dank. Der Bleistift ist nicht ganz. Es geht um den Tipptoy-Stift. Das ist ein Spielzeug, was Ravensburger vor, hätte ich nachschauen müssen, weiß nicht, 8 Jahren oder so auf den Markt gebracht hat. Und das ist deren aktuelle Cash-Cow. Das ist furchtbar erfolgreich, ist ganz beliebt bei den Kindern, aber auch ein schönes Spielzeug für Bastler. Jetzt ist das Publikum nicht so groß, das heißt, ich könnte euch mal schauen, euch ein bisschen kennenlernen. Wer hat denn schon mal den Tipptoy-Stift, wer kennt den Tipptoy-Stift? Okay, das erklärt, warum ihr hier seid, mir noch nicht. Kann ich das noch ein bisschen näher... genau, für die, die es nicht kennen, will ich es noch kurz vorzeigen. Also, das ist der Tipptoy-Stift, ist trotz Form jugendfrei und funktioniert im Grunde folgendermaßen: Man schaltet ihn an, das habe ich ausgeschalten. Jetzt muss ich kurz warten, bis ich ihn anschalten kann. Man kann ihn anschalten. Und dann kann man bei Ravensburger eine von vielen von diesen Tipptoy-Produkten kaufen. Die meisten sind Bücher zu irgendwelchen Themen, Sachbücher. Es gibt aber auch Spiele, es gibt Globen, es gibt Spielfiguren. Es gibt, ja, ich glaube, das waren die größten Sachen. Und der Gag ist halt, es sind schön gestaltete Bücher für Kinder im Alter von vielleicht 6 bis 10 oder 4 bis 10. Die zum einen an sich schon schöne Bücher sind mit irgendwie Sachthemen und vielen Bildern und so. Aber der Gag ist natürlich, ich kann diesen Stift nehmen. Erstmal muss ich ihn einschalten. Es gibt hier in der Ecke so ein Einschaltsymbol. Willkommen im Buch Mein großer Weltatlas. Du bist jetzt angemeldet. Tippe auf das Globusmännchen. Es erklärt dir, wie dieses Buch funktioniert. Genau, und jetzt kann das Kind hier im Grunde überall auf dem Buch auf irgendwelche Sachen drauf tippen. Jetzt nehmen wir halt die Karte von Europa und gehen auf Deutschland und dann kommt da Deutschland. Deutschland erfahren möchtest, gehe zu Wissen und tippe das Land noch einmal an. Und es ist auch so, dass ich jetzt nicht überall das Gleiche immer wieder höre, sondern wenn ich nochmal auf Deutschland gehe, dann höre ich die Hauptstadt von Deutschland ist Berlin. So, und damit habe ich im Grunde schon das ganze Konzept. Damit habe ich jetzt im Grunde schon das ganze Konzept von Tipptoy erklärt. Also man hat diese schönen Bücher, man kann mit dem Stift Sachen erkunden akustisch und hört dann irgendwelche schönen Geschichten dazu. Es gibt auch mehr komplexere Abläufe, wo man vielleicht alle Mäuse im Bauernhof finden muss. Und dann ist es ein Suchspiel und so. Und das ist sehr beliebt bei Kindern, inklusive meine Neffen. Aber für den technisch Interessierten stellt sich dann sofort die Frage, okay, wie funktioniert das? Und dann noch die Frage, was kann ich da selber machen? Jetzt ist es eigentlich ein geschlossenes System von Ravensburger, also die bieten diesen Stift an und diese Produkte, aber jetzt keine Möglichkeit, es selber zu machen. Aber das muss man ja nicht so lassen. Genau, jetzt haben wir schon gefragt, wer kennt den Tipptoy? Wer hat denn Kinder oder Neffen oder Enkel oder wie auch immer, die Tipptoy benutzen? Okay, es sind ein paar weniger. Für euch wird es am spannendsten wahrscheinlich der Vortrag. Okay, so ein paar Sachen kann man sich schon denken, ohne jetzt irgendwie groß hier Reverse und hin zu machen, nämlich so im Grunde die Funktionsweise. Und zwar, wenn man diese Bücher genau anschaut, da muss man schon ziemlich genau hinschauen oder eine Lupe nehmen, dann sieht man, dass im Grunde die ganze Seite ist überdeckt mit einem grauen Schleier. Wenn man noch genau hinschaut, sieht man, das sind ganz viele kleine schwarze Punkte. Das sieht man hier links in so einem in so einer Vergrößerung. Und diese Punktmuster kann der Stift erkennen. Also vorne in der Spitze ist eine Kamera drin, eine Infrarotkamera. Die erkennt dieses Punktmuster so ähnlich wie ein QR-Code. Und dieses Punktmuster kodiert im Grunde erstmal einfach nur eine Zahl. Also es ist irgendwie offensichtlich, dass so ein Punktmuster nicht genug Kapazität hat, um jetzt wirklich die Audiodateien zu speichern und die ganze Logik. Das heißt, da ist einfach nur erstmal eine Zahl. Dass die Audiodateien auch woanders sind als in dem Punktmuster, erkennt man auch daran, wenn ich so ein neues Buch kaufe, dann muss ich immer auch noch auf die Webseite gehen von Ravensburger oder mit dem Programm, was die bereitstellen, und eine Datei, die zu diesem Produkt gehört, auf den Stift laden. Der Stift, der hat hier einen USB-Anschluss,
kann ich einen Rechner reinstecken, ist ein ganz normaler USB-Stick für den Rechner. Und dann kann ich dann so Dateien draufladen, eine pro Produkt. Das heißt, diese Dateien enthalten offensichtlich die Informationen, also die Audiodateien und wann ich welche abspiele. Das heißt, der Stift sieht den Code, schaut dann in der Datei nach, was soll ich denn machen, zum Beispiel sagen Deutschland, und dann macht er das. Wenn man sich die Codes genauer anschaut, sieht man, dass sie sich wiederholen, und zwar in einem sehr kleinen Muster. Im Grunde jeder Millimeter wiederholt sich dieses Punktemuster. Und wenn man sich einen so einen Millimeter im Quadrat genau anschaut, dann erkennt man folgendes Schema. Wir haben im Grunde 4x4 Punkte, wiederholen sich. Davon ist eine Reihe sozusagen einfach nur zur Orientierung, dass der Stift weiß, wo beginnt dieses Muster. Wir haben hier, also man sieht vielleicht, dass hier links so ein Punkt ein bisschen nach rechts verschoben ist. Den nutzt der Stift, um zu wissen, wie rum man drauf schaut, damit man das auch erkennt, wenn der Stift falsch gehalten wird. Und die anderen 9 Punkte kodieren dann tatsächlich eine Zahl. Und was man hier auch ein bisschen erkennen kann, ist, dass während diese Rahmenpunkte, die wir zuerst gesehen haben, sind alle schön angeordnet, sind diese Punkte in der Mitte verschoben. Und zwar diagonal. Das heißt, jeder Punkt kann an einen von 4 verschiedenen Stellen sein. Und wenn man so ein bisschen Mathe draufschmeißt, kann man sich überlegen, okay, 9 hoch 4, das ist so viel wie 2 hoch 18. Ich bin jetzt zuvor, die Zahl korrekt auszurechnen. Das heißt, wir können hier 18-Bit-Informationen kodieren, einfach darüber, wo die Punkte stehen. Wenn man jetzt davon noch 2 Bits wegnimmt für Fehlerkorrektur, kann man vermuten, dass jeder von diesen Code eine 16-Bit-Zahl kodiert. Und das ist auch tatsächlich so. Das heißt, alles, was der Stift von dem Buch bekommt, ist einfach nur eine Zahl, 16-Bit-Zahl. Gut, und dann haben wir uns überlegt, okay, wahrscheinlich muss er in dieser Datei nachschauen, was denn da passiert. Jetzt könnt ihr die Datei selbst einfach runterladen, die findet ihr ja online oder auch einfach auf dem Stift, also einfach Stift dran schließen an USB und schauen, was drauf ist. Jetzt habe ich die falsche Reihenfolge. Egal, machen wir hier weiter. Überspringen, das wollen wir nicht überspringen. Jetzt sind nicht alle Codes gleich. Und zwar, das kann ich auch nochmal zeigen. Mache ich nochmal aus. Ich hoffe, das ist aus. Moment. Jetzt habe ich es eingeschaltet. Okay, wenn ich den frisch eingeschalten habe und ich gehe auf irgendeinen beliebigen Code im Buch, dann sagt er. Berühre zuerst das Anschaltzeichen für dieses Produkt. Dann sagt er mir, ich muss Anschaltzeichen berühren. Das Anschaltzeichen ist in jedem Buch irgendwie vorne drin, so ein Anschaltsymbol. Und der Grund ist folgender. Ich habe ja auf dem Stift eine Datei pro Ravensburger Produkt, das ich vielleicht benutzen möchte. Und der Stift muss wissen, in welchem Produkt er nachschauen muss. Jetzt könnte man überlegen, okay, ich habe einfach für jedes Ravensburger Produkt, was jemals erstellt wird, einen anderen Codebereich. Also andere Bereiche von diesen Zahlen, die ich anschauen will. Aber das würde nicht aufgehen. Deswegen gibt es sogenannte Objektcodes, das sind die Mediencodes, alle Zahlen kleiner 1000 haben eine spezielle Bedeutung. Und wenn ich einen Code berühre, der kleiner 1000 ist, zum Beispiel jetzt hier bei dem Weltatlas, ich glaube es ist 42 oder 45, das ist der Code unten in der Ecke. Dann schaut er. Willkommen im Buch. Ja, okay. Dann schaut er in seinem Verzeichnis nach, welche von diesen Dateien behaupten, dass sie der Code für das Produkt mit der Nummer 45 ist. Und erst wenn es geladen ist, kann ich die anderen normalen Objekt, also wie nennen sie Objekt-IDs, dann benutzen. Das heißt, wir können schon mal belegen, wenn wir mal jemals unsere eigenen Sachen machen, eigene Produkte, dann wollen wir sicherlich überlegen, welche Medien-ID oder Produkt-ID wir damit vergeben. Die wird in dieser Datei gespeichert und sollte eine andere Nummer sein als alle anderen, die ich benutze, damit es nicht in einen Konflikt gerät mit den Dateien, die ich aufgeladen habe. Und dann haben wir alle Zahlen größer 1000 bis etwa 15.000 zur freien Verfügung für die Felder, die wir antippen können. Das heißt, wir haben
viel Platz für eigene Produkte und eigene Ideen. Der Stift kann übrigens Chinesisch. Dazu schalte ich ihn erstmal aus. Man kann ihn in eine gewisse Art und Weise einschalten, dass er in eine Art Debug-Modus oder Fehlerfindungsmodus oder wie auch immer man es nennen mag, reinkommt. Dazu muss ich ihn einschalten und gleichzeitig Minus drücken. Und dann... Spricht er Chinesisch? Kann ich irgendwer Chinesisch? Okay, schade. Wenn ich jetzt noch Plus drücke, bin ich in dem Modus, dass er diese Codes direkt vorliest. Und wenn ich jetzt irgendwo auf so einen Code drauf drücke, dann sagt er mir einfach den Code. Also jetzt nicht, interpretiert er nicht irgendwie als Programm, sondern sagt mir einfach, welche Zahl er gelesen hat. Das war der Einschaltcode. Und Deutschland ist... So, jetzt habe ich halt echt gehofft, dass er irgendwie Chinesisch kann, weil ich kann kein Chinesisch. Zum Glück haben wir hier eine kleine Tabelle, um da ein bisschen zu spickeln. Also nochmal zum Einschalten war... Was war das also für die Zahl? Einfach mal reinrufen. 45, genau, das ist also der Einschaltpunkt. Und das, was wir als Deutschland benutzt geklickt haben, war... Ich mach's nochmal. Ich glaube auch 1, 2, 2, 7, 4. Merkt euch die Zahl mal, die braucht man nachher nochmal. Okay, soweit können wir also schon irgendwie erkunden. Es gibt diese Zahlen, wir können uns die Zahlen vorlesen lassen. Wir lernen dabei ein bisschen Chinesisch. Also es ist ein, auch für Erwachsene was, ein Buch, wo man was lernt. Und jetzt wollen wir irgendwie das, unser eigenes Zeug machen. Also das ist ein ganz natürlicher Drang, zumindest bei Leuten in diesem Raum wahrscheinlich. Das Problem ist, diese Dateien, die man da drauf lädt, die ich offensichtlich irgendwie bearbeiten muss, wenn ich da was ändern möchte, das ist ein seltsames Binärformat. Kommt man also erstmal nicht weiter. Das war der Stand von vor 5 Jahren oder 5,5. Es hat sich dann irgendwie übers Internet eine Gruppe von Leuten gefunden, die ich sonst auch gar nicht kenne. Ich glaube, ich habe noch keinen getroffen oder doch einmal in Berlin vielleicht mal, die sich zum Ziel gesetzt haben, dieses Dateiformat zu entschlüsseln. Und tatsächlich haben wir angefangen, hier auf diese Binärdaten zu schauen und irgendwie zu erkennen, welche Muster da sich ergeben, was sich wiederholt, haben rumgespielt mit Sachen verändern, schauen, was es macht mit dem Buch oder mit dem Stift. Und nach haben wir das Dateiformat tatsächlich zum großen Teil entschlüsselt. Ich will jetzt auch gar nicht so sehr auf dieses Reverse Engineering eingehen, weil im Grunde ist es gemacht, sondern darauf eingehen, was man jetzt damit machen kann. Wenn nachher noch Zeit ist, kann ich auch gerne noch ein bisschen mehr dazu erzählen, wie man das geschafft hat. Tatsächlich haben wir jetzt ein Programm geschrieben, oder vorwiegend ich. Es nennt sich das TT-Tool, Tiptoy-Tool. Gibt es ja online auf tttool.entropia.de. Entropia ist der Karlsruher Chaos Computer Club, sozusagen der Ableger vom CCC in Karlsruhe, in deren Räumlichkeiten ich das angefangen habe und deren Adresse ich hier mit benutze. Und im Grunde können wir jetzt zum einen anschauen, wie funktioniert jetzt zum Beispiel der Weltatlas konkret. Also nachvollziehen, warum er das macht, was er macht. Wir können die Audiodateien rausziehen, vielleicht will der mit irgendwer was anderes machen, irgendwie eigene Familienfilme vertonen oder so. Dann können wir diese Datei verändern, zum Beispiel eigene Töne drauf spielen oder tatsächlich komplett eigene Sachen machen. Ja, und das will ich jetzt einfach mal mit euch durchexerzieren in einem kleinen Beispiel. Das heißt, wir wechseln mal von Folien zu tatsächlich rumprogrammieren. Warte, habe ich meinen? Ja. Mal kurz mal spickeln, welche Reihenfolge ich es machen wollte. Genau, wir wollen jetzt also überlegen, wir wollen jetzt erreichen, dass der Tiptoy beim Weltatlas was anderes macht, als er gerade gemacht hat. Dazu müssen wir uns erstmal diese GME-Datei herunterladen. Wir können sie entweder vom Stift laden, aber auch oder wir benutzen diese Webseite, die einer von unseren Mitstreitern bei dem Projekt erstellt hat, wo man alle GME-Dateien für alle Tiptoy-Produkte sehr schnell finden kann. Das heißt, wir laden die runter. Das habe ich jetzt schon mal gemacht hier. Also die haben wir jetzt runtergeladen. Es ist ziemlich groß.
Also 64 Megabyte ist halt ein Haufen Audio drauf. Merkt man auch schnell, wenn man wirklich mal sein eigenes Produkt erstellt, wie viel Arbeit es ist, allein so eine so eine Doppelseite von so einem Weltatlas zum Beispiel zu vertonen. Das war eines meiner ersten Projekte, war den Weltatlas für meinen Neffen neu zu vertonen. Ich habe nach einer Seite aufgehört. Das war schon viel Arbeit, die Europakarte neu zu vertonen. Also da steckt wirklich viel drin. Kommen wir gleich dazu. Genau, also ihr braucht die GMEA-Datei und ihr braucht das TipToy-Tool. Das könnt ihr euch auch online herunterladen. Ich habe jetzt hier schon die ZIP-Datei heruntergeladen. Funktioniert übrigens auch auf Windows, also ihr müsst euch nicht abschrecken lassen, wenn euch diese Kommandozeilen, Voodoo, den ich hier mache, abschreckt. Das geht auch mit, also ein bisschen Kommandozeile muss sein, aber Dateien rumschieben und so muss man damit nicht machen. Ich mache es halt so. Genau, in diesem Verzeichnis ist eine Datei TipToy, der TT-Tool. Das ist im Grunde das TipToy-Tool, hat ein paar Befehle und so weiter. Wir machen jetzt keine komplette Übersicht über alle Sachen, die man machen kann, sondern wir legen einfach mal los und extrahieren die Logik in der GME-Datei. Wenn ich das Programm hier laufen lasse, braucht einen Moment, haben wir jetzt eine neue Datei hier, die heißt weltatlas.yaml. Ist es übrigens groß genug für die letzten Reihen? Okay, danke. Und wenn wir uns die anschauen, ist es im Grunde den Inhalt der GME-Datei relativ direkt dargestellt im Textformat. Das heißt, jetzt können wir uns damit da rumschauen und versuchen zu verstehen, was das alles bedeutet. Zum Beispiel sehen wir hier ganz am Ende, hier diese Zeile, also da unten, Product ID 45. Das heißt, wir sehen, in der GME-Datei selbst steht drin, das ist die GME-Datei für das Produkt mit dem Anschaltcode 45. 45 haben wir vorher gehört. Was wir auch sehen, genau, jetzt können wir schauen, wo steht denn jetzt der Code für Deutschland? Wer weiß noch die Zahl für Deutschland? Genau, also hier ist in diesem Textformat, das wir da erfunden haben, steht drin, okay, wenn du mit dem Stift auf den Code 12.264 tippst, dann führe folgendes Programm aus. Und das Programm ist, schauen wir uns nachher genauer an. Spannend ist jetzt vor allem erstmal diese P-Befehle. P steht für Play. Also hier steht, spiele eine Audiodatei mit der Nummer 200 ab. Leider haben die Audiodateien keine Namen mehr, sobald sie mal in der Datei drin sind. Das heißt, wir müssen hier mit Nummern arbeiten. Aber wir kommen ja trotzdem hin, weil wir wissen, welchen Code der Stift gelesen hat. Und dann können wir hier nachschauen, was passiert. So, jetzt wollen wir das mal überprüfen. Das heißt, wir rufen tt-tiptoy. Moment, ich muss da gerade mal was umstellen. Das tut nicht, wie es soll. Media auf, das ist ein weiterer Befehl von dem TipToy-Tool. Der extrahiert jetzt die ganzen Audiodateien in einem Unterverzeichnis Media. Das sind sehr viele Dateien, irgendwie 2000. Und wenn wir jetzt mal anhören, was die Nummer 200 ist, jetzt hoffe ich mal, dass das klappt. Ich hoffe, das ist laut genug. Nein, das ist nicht laut genug. Ich hoffe, das kommt auf dem Film auch drauf. Genau, hören wir Deutschland. Wenn wir weiterschauen, was da in der Datei stand bei dem Verzeichnis, dann steht hier irgendwie noch für 201 noch aus und in der nächsten Zeile war irgendwie hier 202. Also hören wir mal rein, was da passiert ist. 201 ist jetzt der Text. Wenn du mehr über Deutschland erfahren möchtest, gehe zu Wissen und tippe das Land noch einmal an. Richtig, das haben wir vorher auch gehört. Und beim zweiten Mal draufklicken hat er gesagt, dass Berlin die Hauptstadt ist. Die Hauptstadt von Deutschland ist Berlin. Das ist die Nummer 202. Jetzt können wir mit dem Wissen nochmal diese Zeilen genauer anschauen. Gerade diese ersten beiden. Und wir sehen hier so Befehle mit Fragezeichen. Das sind Abfragen. Da wird geprüft, welche von diesen Zeilen, diese Skriptzeilen, wie wir sie nennen, der Stift ausführen soll. Und wir sehen Befehle mit so Plusgleich und Doppelpunktgleich. Da werden sich Werte gemerkt. Und wenn man sich überlegt, okay, $20, wenn es 0 ist,
sagen wir Deutschland und den anderen Text. Aber wir setzen diesen Wert $20. Das kann man sich als Variable vorstellen oder als Register. Eins höher, das heißt, danach ist er auf 1. In der zweiten Zeile prüfen wir, ob er 1 ist. Dann sagen wir Berlin und setzen ihn zurück auf 0. Das heißt, hier ist diese Logik kodiert, dass ich beim ersten Mal drauftippen Deutschland höre und beim zweiten Mal drauftippen Berlin höre. Und danach wieder Deutschland und wieder Berlin und wieder Deutschland und so weiter. Und was hier vorne abgefragt wird, dieser Wert 0, das sind diese verschiedenen Spielmodi. Also diese Tipptop-Bücher kennen, wissen, es gibt immer hier einen Erklärmodus oder einen Erkundungsmodus, wo so ein paar Sachen erzählt wird. Und dann kann ich hier unten aber auf Erklären gehen oder auf oder Wissen und auf Erklären oder wie auch immer. Und dann höre ich andere Sachen bei anderen Feldern. Das heißt, diese ganze Logik ist relativ einfach kodiert über Abfragen von einer Variable oder einem Speicherwert, einem Register. Jetzt wollen wir also unseren eigenen Ton hier drauf haben. Gut, dann müssen wir den aufnehmen. Ach genau, die Frage war, welches Audioformat? Haben wir jetzt gesehen, es ist Ogg Vorbis. Der Stift kann aber auch, ich glaube, normale Wave-Dateien abspielen, wenn man die als solche speichern wollte. Oder ich glaube sogar auch MP3, also da ist irgendeine freie Software-Implementierung von Audio drin. Ich weiß nicht, ob Harald noch, ist nicht mehr da, feststellen würde, dass da irgendwelche Lizenzen fehlen. Vielleicht findet er das eher in meinem Code, ich weiß es nicht. Genau, also jetzt kann man hier aufnehmen. Es ist ein Dokument beschrieben, mit welchen Parametern. Von wegen 22.000 Hertz funktioniert besser als 44.000 Hertz. Und ich glaube, Mono ist besser als Stereo. Auf jeden Fall kann man jetzt hier was aufnehmen. Sowas wie, in Deutschland findet gerade der Linux-Informationstag statt. So, habe ich es aufgenommen. Ich hoffe, das kam gut an. Und naja, jetzt haben wir gesehen, Deutschland wurde gesagt bei anstelle 200, das heißt, wir machen es einfach, wir sagen foo, überschreiben einfach diese Datei 200.org mit unserer Datei, die wir gerade aufgenommen haben. Und jetzt können wir mit dem Tool die Datei eben wieder zusammenbauen. Der Befehl dazu lautet assemble und wir wollen die YAML-Datei, die wir gerade gesehen haben, die sozusagen die Logik beschreibt, wieder kompilieren oder zusammenbauen zu einer neuen GME-Datei. Das braucht es im Moment. Und jetzt haben wir hier in unserem Verzeichnis zwei GME-Dateien, einmal die Originaldatei und die vom Linux-Informationstag. Und jetzt packen wir die auf den Stift. Haben wir ein spezielles Kabel? Es ist ein normales USB Mikro, die nicht ganz klein, Mini, aber mit einem komischen Stecker. Ich glaube einfach, dass es in Kinderhänden nicht kaputt geht. Also ich vermute mal, der ist so entworfen, dass wenn hier drauf ist, ich ihn nicht abknicken kann. Was vielleicht eine gute Idee ist bei so einem Produkt. So, jetzt vergesse ich immer nie, ich vergesse immer, ob ich ihn einschalten muss oder nicht einschalten muss. Jetzt schauen wir mal. Hat es noch nicht gefunden, also schalte ich ihn noch ein. Und muss ich mal warten, bis er das USB-Gerät gefunden hat. Genau. Jetzt haben wir hier den Inhalt dieses USB-Sticks. Da liegen ein paar GME-Dateien von den Spielen, die meine Nichte hat. Und jetzt kopieren wir die Datei, die wir hier haben, auf den Stick. Und auch wichtig, auf dem Stick ist ja schon eine Datei für den Weltatlas. Da sind jetzt zwei Dateien drauf, die behaupten, sie sind für das Produkt Nummer 45. Und damit es nicht durcheinander kommt, empfiehlt es sich, die andere Datei zu... entweder umzubenennen oder zu löschen. Ich tue es jetzt umbenennen. Das heißt, jetzt haben wir auf dem Stift unsere GME-Datei und die vom Weltatlas. Oh, ich hätte vielleicht anmounten sollen. Weil die Datei ist groß. Ich glaube, ich
dass die wirklich da ist. Okay. Es ist da, aber ich gehe jetzt mal auf Nummer sicher und kopiere es nochmal rüber und sage jetzt diesmal unmount, bevor ich es abziehe. Weil man sieht beim Unmounten, das braucht eine Weile. Es ist ein relativ lahmes USB, wir haben 60 Megabyte. Deswegen war es wahrscheinlich gerade nicht vollständig drauf und es hätte vermutlich meine Demo torpediert. Es fühlt sich nicht so schnell, nicht so langsam an, wenn man es nur zu Hause probt. Moment. Okay, jetzt sagt er hier Device not responding. Okay, doch, jetzt ist es unmounted. Schauen, ob ich kaputt gemacht habe oder nicht. Wir schalten wieder ein. Klingt schon mal gut. Willkommen im Buch Mein großer Weltatlas. Du bist jetzt angemeldet. Tippe auf das Globusmännchen. Es erklärt dir, wie dieses Buch funktioniert. Schon jetzt? In Deutschland findet gerade der Linux. Die Batterien sind bald leer. Okay, und das ist eigentlich alles, was man wissen muss, um seine Kinder zu überraschen mit der eigenen Stimme aus dem Stift heraus, wenn sie mit ihren eigenen Tiptoy-Produkten hier basteln. Ich sehe, wir haben neue Zuhörer. Seid ihr Tiptoy-Benutzer? Nee, schon zu alt, oder? Ja. Ja, ist eigentlich so bis 10 oder 11. Okay, das war. Ich muss gerade auf die Uhr schauen, ja, das passt. Das war das erste Projekt, was ich irgendwie vorstellen wollte. So ersetzt man. So kann man existierende Tiptoy-Sachen bearbeiten. Und. Es steht euch auch frei zu sagen, okay, ich habe diese Datei, ich kann auch hier noch drin rumwerkeln und die Logik ändern und es ein bisschen umprogrammieren. Das andere Spannende ist natürlich jetzt zu sagen, okay, ich will aber jetzt nicht nur die Ravensburger Produkte verändern, ich will auch meine wirklich komplett eigenen Sachen machen. Und wenn man sich mal auf der Website anschaut, was die Leute schon gemacht haben, das sind die coolsten Sachen, die hier gebaut wurden. Zum Beispiel irgendwelche, also das ist von der Webseite von unserem Projekt, haben wir eine Galerie von Projekten, die Leute gemacht haben damit. Zum Beispiel eine Schatzsuche mit irgendwie Schnitzeljagd draußen. Also da waren dann im Garten oder im Umfeld irgendwelche Tiptoy-Marker an Bäumen markiert und die Kinder mussten rumgehen und da drauf tippen und dann erfahren sie, wo sie hingehen sollen. Oder was ich mal gemacht habe, ist, ich habe an Weihnachten die Weihnachtsgeschenke mit Labels versehen und dann hat der Tiptoy-Stift immer gesagt, für wen das Geschenk ist. Das heißt, die Kinder konnten das nehmen und rumlaufen und dran tappen. Wie bitte? Für Ostern, genau, das bietet sich auch an. Familienbücher sind ganz beliebt, also einfach Fotoalben zu vertonen. Und was gibt es noch Erwähnenswertes? Zum Teil wurde es auch als Bachelorarbeit benutzt. Hier was ein Tiptoy-Projekt, was über Ernährung aufklären soll. Ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie war im Kontext von der Schule für Kinder mit Behinderung oder so. Also sehr vielfältig, was man machen kann. Also, machen wir es mal selber. Und jetzt, damit es hier in den Rahmen passt, habe ich gedacht, wir fangen einfach an und wir programmieren ein Tic-Tac-Toe-Spiel für den Tiptoy. Also wir haben gesehen, wir definieren die Logik für so ein Projekt in einer YAML-Datei. Für Kontext, die es nicht wissen, YAML ist so eine Art Standard-Textformat, wo so mal ganz grob die Struktur vorgibt, also wie man Listen von Sachen angibt, wie man eine Textzeile strukturiert. Wichtig ist, Einrückung ist wichtig. Also es ist wichtig, wie viele Leerzeichen ich am Anfang von einer Zeile mache. Wenn ich das falsch mache, dann kommen komische Fehlermeldungen. Und genau, machen wir mal Tic-Tac-Tip-Toy. Wir haben gesehen, wichtig ist eine Produktnummer, damit der Stift nachher das Ding erkennt. Und da habe ich einfach mal gesagt, ich nehme die 909. Warum eine große Zahl? Ravensburger vergibt die Nummern sequenziell, also der Bauernhof war Nummer 0, Weltatlas ist 45 und solange Ravensburger weniger als 900 Produkte für den Tiptoy herausgebracht hat,
ist keine Gefahr, dass ich mit einem existierenden Produkt, was vielleicht auf dem Stift meiner Kinder schon drauf ist, einen Konflikt habe. Deswegen nehmen wir so meistens große Zahlen um die 900 rum. Ich kann einen Kommentar angeben, der macht gar nichts, steht nachher in der Datei drin. Gut, und dann kann ich jetzt hier den Stift programmieren. Das Erste, was ich machen kann, ist angeben, was es sagen soll, wenn ich ihn einschalte. Also wenn ich diesen Anschaltknopf berühre. Das gebe ich in einem sogenannten Welcome-Feld an. Und da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, Welcome. Und Welcome ist jetzt der Dateiname einer Audiodatei, die ich noch aufnehmen muss. Aber da das noch nicht so arg spannend ist, machen wir noch gleich unser erstes Skript. Wir geben also jetzt hier, da wo vorher die Feldnummern waren, definieren wir unsere Skripte. Jetzt könnte ich hier anfangen zu schreiben, okay, ich will, dass bei 1000 irgendwas passiert. Aber das ist, oder 10.000. Aber das ist nervig, ich nehme jetzt lieber echte Namen. Deswegen darf ich hier, wenn ich das selber programmiere, auch einfach Namen benutzen. Und das Tiptoy-Tool tut es dann nachher zu Zahlen umwandeln. Das heißt, ich kann sagen, okay, Feld oben links, für mein Tic-Tac-Toe-Spiel oben links, soll jetzt irgendwas passieren. Und jetzt sagen wir mal, vielleicht am Anfang sagen wir, Spieler 1 ist dran, damit man weiß, wer dran ist. Und wenn man es hier drauf getippt hat, sagt man, dass es hier ein Kreis ist oder hier ein Kreuz ist. Das wäre also ein einfaches Programm. Also am Anfang sagen wir, hallo, Spieler 1 ist dran. Und sobald man aufs erste Feld tippt, sagt er, okay, jetzt ist hier ein Kreuz. Das geht schon mal in die Richtung von Tic-Tac-Toe. Kommt noch, eins nach anderen. Jetzt könnte ich anfangen, das als GME-Datei zu erzeugen und auf den Stift laden und ausprobieren. Aber das ist ziemlich nervig, das immer zu kopieren, wenn ich nicht mein Programm teste. Deswegen hat das Tiptoy-Tool, ich mache hier mal ein zweites Fenster auf. Richtig. Also wenn ich jetzt sage, ich will jetzt hier Tiptoy-Tool assemble, das war der Befehl zum Zusammenbauen. Ich muss es ein bisschen größer machen. Assemble. Sagt er, das muss Scripts heißen. Nächster Versuch. Sagt er, okay, ich finde die Audiodatei nicht. Okay, ich muss ein bisschen ranhalten. Machen wir es schneller. Das heißt, ich kann hier ein bisschen bequem sein und sagen, bitte nimm die für mich auf. Und zwar, welcome soll heißen, willkommen bei Tiptoy. Und wenn ich Player 1 ist, Kreuz ist dran. Und hier Cross ist, hier ist jetzt ein Kreuz. Und jetzt kann ich tatsächlich hier eine GME-Datei erzeugen. Die haben wir jetzt hier. Tiptoy GME. Und er hat diese Texte für uns erzeugt. Das heißt, ich kann recht einfach hier rumprobieren. Ich kann es auch direkt hier ausführen mit Play. Dann wird es so ein bisschen simuliert. Oh. Das klingt komisch. Das ist besser. Also nochmal. Willkommen bei Tiptoy. Kreuz ist dran. So, jetzt können wir hier simulieren, welchen Tasten wir drücken. Hier ist jetzt ein Kreuz. Okay. Jetzt schreibe ich mal, ich muss ein bisschen was Zeitgründen machen, ich mache nicht ganz so gemütlich. Jetzt überlege ich mal, wie ich das programmiere, dass ich hier Tic-Tac-Tic-Toy mit diesen einfachen Programmiermöglichkeiten, die wir haben, implementieren kann. Also klar ist, ich brauche irgendwelche Register, die ich abfragen kann. Ich muss zum Beispiel wissen, wenn ich hier auf den oberen linken gehe, ist es überhaupt leer? Also ich kann prüfen, ist da eine 0 drin? Also ich definiere mir eine Variable O links, OL für oben links. Wenn sie 0 ist, sage ich, okay, jetzt ist hier ein Kreuz. Wenn sie schon 0 ist, und dann sage ich hier, dann speichere ich mir hier eine 1 rein, um mir zu merken, da hat Spieler 1 reingelegt. Wenn schon eine 1 drin ist, dann sage ich sowas wie, hier ist ein Kreuz. Also, Moment, das soll ich eigentlich sagen, hier.
Hier will ich sagen, jetzt ist hier ein Kreuz und jetzt will ich hier sagen, hier ist schon ein Kreuz. Und bei 2 will ich sagen, hier ist schon ein Kreis. Nachdem der erste Spieler jetzt hier sein Kreuz hingesetzt hat, muss ich mir bemerken, der zweite Spieler ist dran. Das heißt, ich brauche eine Variable, wer ist dran, und das setze ich danach auf 2. Ich kann auch diese Variablen initial belegen. Dazu sage ich hier, am Anfang soll Spieler 1 dran sein. Wenn ich jetzt überlege, okay, der Spieler 1 tippt auf oben links, dann ist Spieler 2 dran und wir haben uns gespeichert, dass der Spieler 1 ist, das ist auch gut. Das können wir also eigentlich verallgemeinern. Wir können sagen hier, wenn das Feld leer ist, dann speichern wir einfach den aktuellen Spieler rein. Dann funktioniert es auch, wenn Spieler 2 dran ist. Dann schreiben wir nicht 2 rein. Jetzt muss ich allerdings hier sagen, dass ich auch verallgemeinern. Das geht einfacher mit einem Hilfsskript. Ich kann nämlich sagen, nachdem das hier fertig ist, springe an die Stelle next. Und jetzt kann ich hier überlegen, wenn der erste Spieler dran ist, dann machen wir den zweiten Spieler ran. Sorry, wenn, also. Und sagen, Player 2 ist dran. Und andersrum, wenn gerade der zweite Spieler dran war, dann machen wir den Spieler 1 weiter. Aus Zeitgründen mache ich jetzt lieber mal einen größeren Sprung und zeige euch, wie das am Ende aussieht, wenn man es einfach so weitermacht und sich überlegt, was muss ich wann machen, welche Felder setze ich, wie kann ich es in weitere Unterprogramme aufteilen, wo ich dann irgendwie prüfe, wer gewonnen hat und so, komme ich bei diesem Programm hier raus. Also wir haben Variablen für jedes Feld. Wir haben eine Variable, wo wir uns merken, wie viele Felder gesetzt sind, um zu erkennen, wenn das Feld voll ist, weil die Zahl ist dann 9. Wir merken uns, wer dran ist. Und dann haben wir hier für jedes Feld im Grunde das gleiche Skript. Und zwar, wenn keiner dran war, wenn das Feld noch nicht gesetzt ist, dann merkt ihr, dass das jetzt gesetzt ist vom aktuellen Spieler. Und wir springen an Code weiter unten. Wenn es schon besetzt ist von irgendeinem Spieler, dann sagen wir, ach, hier ist schon was. Und erinnern den Spieler dran, wer gerade dran ist. Das ist dieses Skript Next. Ansonsten passiert da nichts. Und dann ist die Logik in Here Now, wo wir sagen, okay, ich sage jetzt dem Spieler, jetzt ist hier ein Kreuz, jetzt ist hier ein Kreis. Ich merke mir, dass ich ein Feld gesetzt habe. Und wichtig, ich prüfe, ob jemand gewonnen hat. Dieses Prüfen, ob jemand gewonnen hat, ist relativ stupide. Ich habe hier 8 Möglichkeiten zu gewinnen, also 3 Vertikale, 3 Horizontale, 2 Diagonalen. Also schaue ich einfach nur, hat der aktuelle Spieler alle in der linken Spalte, in der mittleren Spalte, in der unteren Spalte und so weiter. Hier sind die Diagonalen. Wenn er gewonnen hat, dann sagen wir ihm das. Also wenn gewonnen wurde, springen wir zu Win. Wir sehen, okay, Spieler 1 hat gewonnen oder Spieler 2 hat gewonnen. Wir sagen das. Der andere Spieler darf anfangen, nächste Spiel. Und wir machen ein Reset, wo wir alle Variablen zurücksetzen, damit das Spiel von vorne losgeht. Wenn keiner gewonnen hat, prüfen wir, ob vielleicht alle Felder voll sind. Dann ist das Spiel auch vorbei. Und wir sagen Draw im Sinne von Unentschieden. Setzen das Spiel zurück. Und wenn keiner gewonnen hat, kein Unentschieden ist, dann ist einfach der andere Spiel dran. Also hier, wenn der erste Spiel dran war, ist jetzt der zweite dran. Wenn der zweite dran war, ist jetzt der erste dran. Und das ist eigentlich alles, was man im Code braucht. Wenn wir das ich will die Finalversion natürlich bauen. Genau, dann können wir hier die GME-Datei bauen. Damit haben wir aber nur die halbe Miete eigentlich. Jetzt haben wir zwar die Logik und die Audiodateien, was wir nicht haben, ist ein Buch. Und dafür brauchen wir diese Codes. Es gibt 2 Möglichkeiten, diese Codes zu bekommen. Die erste ist sozusagen ganz geschickt, wenn man in Entwicklung ist. Ich sage einfach hier OID-Table und jetzt erscheint im aktuellen Verzeichnis eine PDF-Datei, die relativ unschön, aber für alle Felder, die wir definiert haben, für alle Skripte, so ein Code hier hat. Wenn man da ein bisschen reinzoomt, sieht man vielleicht ein bisschen so dieses graue Muster. Ich kann leider mit dem PDF-Video nicht weiter reinzoomen. Das heißt, das einfach ausdrucken
Und damit kann ich testen, ob ein Programm funktioniert. Spannender ist natürlich, das dann wirklich zu gestalten. Dazu können wir einfach ein Bildbearbeitungsprogramm nehmen. Wichtig ist, dass ich in einer hohen Auflösung arbeite. Also entweder, ich mache es mal A4, aber 300 dpi ist zu wenig. Die Punkte sind so klein, ich muss mit mindestens 600 dpi arbeiten. Besser 1200, ich mache jetzt mal 600. Das hat bei dem Drucker, mit dem ich hier gearbeitet habe, gut funktioniert. Ich kriege eine Warnung von GIMP, weil die Datei so groß ist. Jetzt kann ich hier ganz normal meine Grafik gestalten. Ich habe da schon was vorbereitet. Also hier habe ich mich verkünstelt und ein sehr schönes Tic-Tac-Toe-Spiel gemacht. Und jetzt muss ich da die Codes reinkriegen. Dafür gibt es auch wieder einen Befehl. Das heißt dann OID Codes. Und ich will jetzt hier mit 600 dpi arbeiten, deswegen gebe ich das an. Und jetzt schreibt er mir einen Haufen Dateien hier raus, PNG-Dateien, die ich hier importieren kann. Also hier sind die Felder, die wir definiert haben. Wichtig ist auch noch das Startfeld, das wird auch noch mit erzeugt. Die kann ich hier als Ebenen rein importieren und kann sie jetzt verschieben, kann sie zuschneiden, kann sie da über die Sachen legen, wie ich haben möchte. Wichtig ist dabei, dass ich sie nicht skaliere. Ich darf die Größe nicht ändern. Wenn ich ein größeres Feld brauche, muss ich die kopieren oder einen größeren Code am Anfang erzeugen. Wenn ich es kleiner haben will, muss ich es zuschneiden. Das ist im Grunde das Wichtigste. Wenn ich das fertig habe, also ich kann jetzt hier so das Startfeld hier hinschieben und so weiter und die anderen schiebe ich auch noch auf die richtige Stelle. Wenn ich das fertig bin, drucke ich es aus. Das ist der hakeligste Prozess an den ganzen Sachen. Also man kann mit einem normalen Drucker diese Codes so ausdrucken, dass sie funktionieren. Aber es klappt nicht mit jedem Drucker gut, man muss viel rumspielen mit den Einstellungen. Laserdrucker klappen viel besser als Tintenstrahldrucker. Und vielleicht muss man die Codes auch dicker machen, damit es funktioniert. Das kann man einstellen beim Tiptai-Tool, wie viel Pixel man da haben möchte. Aber mit ein bisschen Rumprobiererei kriegt man es hin. Ich habe da mal was vorbereitet. Und es hier fertig ausgedruckt. Also einfach dieses, was wir gerade gesehen haben hier mit den Codes. Ich habe es ja relativ dick gedruckt, deswegen sieht es grau aus. Wenn man sich mehr Mühe gibt und einen schönen Drucker hat, kann man das auch so machen, dass man diese Codes nicht so ganz krass sieht und man sie auch über bunte Sachen drüberlegen kann. Ja, und jetzt muss ich eigentlich nur noch diese Datei, die wir gerade erzeugt haben, auf den Stift laden. Moment wieder, bis er den USB-Stick erkannt hat. Okay, jetzt kopieren wir die Datei hier drauf, unmounten das. Okay, genau, und jetzt können wir hier bei Tic-Tac-Tip-Tui. Kreuz ist dran. Hier ist jetzt ein Kreuz. Hier ist jetzt ein Kreuz. Oh, das. Kreis ist dran. Okay, wir haben einen Bug im Programm. Wir können cheaten. Wenn wir zu schnell weiterklicken, dann darf Kreuz zweimal setzen. Das ist Hier ist jetzt ein Kreis. Aber das heißt, wir können es auch schneller testen, dass wir gewinnen. Hier ist jetzt ein Kreuz. Kreis ist dran. Oh. Hier ist jetzt ein Kreis. Da war dann das Kreuz ist dran. Da war die Variable nicht. Hier ist jetzt ein Kreuz. Kreis ist dran. Und jetzt müsste eigentlich. Hier ist jetzt ein Kreis. Kreuz ist dran. Okay, Vorführeffekt. Eigentlich hätte er es erkennen müssen, dass wir gewonnen haben. Vielleicht ist die. Hier ist jetzt ein Kreuz. Kreis ist dran. Vielleicht sind die Codes durcheinander gekommen, dass er jetzt die Reihenfolge von den Feldern falsch hat. Kreis ist dran. Ist jetzt ein Kreis. Kreis gewinnt. Okay. Kreuz ist dran. Genau, und so haben wir unser eigenes Tiptai-Spiel programmiert. Genau, noch ganz kurz, was nicht geht, es gibt komplexe Spiele in diesen Ravensburger-Produkten, die sind als ARM-Binaries, also als Programm-Binaries implementiert, die können wir noch nicht entschlüsseln, die gehen auch verloren, wenn man diese Sachen exportiert und wieder importiert. Also da nicht wundern, wenn das Kind dann sagt, das tut nicht mehr alles. Das ist im Grunde das Größte, was noch fehlt. Und wer jetzt auch Lust hat, auf der Webseite gibt es alle Infos. Die Software ist freie Software.
funktioniert unter Windows und unter Linux gleichermaßen. Und es gibt eine Reihe von Beispielprojekten zum Anschauen. Wenn ihr Fragen dazu habt, es gibt eine Mailingliste, auch verlinkt von der Webseite. Da sind viele drauf, die euch helfen können. Damit viel Spaß und noch einen schönen Tag hier. Wir haben noch etwas Zeit für Fragen. Gibt es Fragen? Also ich habe eine erste Frage. Ihr habt ja so eine Entwicklungsumgebung mit diesem TTT da gemacht. TTT-Tool, ja. Ist da irgendwie rausgekommen, wie die Firma das bei sich in-house macht, der Vergleich der Entwicklungsumgebung? Also die machen es auf jeden Fall nicht mit unserem Tool. Es gab eine Kollaboration zwischen Ravensburger und irgendeiner Hochschule in der Schweiz, wo dort was gebaut wurde als studentisches Projekt. Die haben deren Tools bekommen und irgendwo haben wir mal Screenshots gesehen. Das sieht aus wie im Grunde Excel, also man schreibt eine Tabelle in einem grafischen Programm, aber ansonsten relativ ähnlich zu dem, wie wir das schreiben. Aber viel wissen wir nicht drüber. Die haben sich auch nicht beklagt darüber, dass ihr da... Jein, also ich wurde nochmal kontaktiert von Ravensburger, dachte schon, oh je, weil ich habe schon mal irgendwann Brettspiele nachprogrammiert und dann kamen unfreundliche E-Mails, nicht von Ravensburger, sondern ich weiß gerade nicht, welcher Verlag das war, aber tatsächlich waren die erstmal nur neugierig, haben mich dann eingeladen auf einen Besuch auf die Spielemesse in Nürnberg, was cool ist, weil es eine Fachmesse ist, wo man eigentlich sonst nicht rein kann. Und dann gab es ein nettes Gespräch mit Leuten von Ravensburger und die wollten wissen, was ich mache, was ich damit vorhabe. Und im Grunde war jetzt, was daraus entstanden ist, offiziell ignoriert Ravensburger das Projekt. Nein, also offiziell macht Ravensburger gar nichts. Inoffiziell, sie ignorieren es, es gibt keine Beschwerden, es gibt keine Hilfe, also es gibt weder Hilfe noch werden uns Steine in den Weg gelegt. Und ich glaube, solange wir als Bastler nichts machen, was Ravensburger schadet, also entweder jetzt tatsächlich kommerziell da Sachen anzubieten oder Sachen damit zu machen, die den Ruf von Ravensburger Tipptoy schädigen würden, hat da Ravensburger auch, ich meine, objektiv kein Problem mit, weil im besten Fall haben es mehr Leute Spaß daran, mit Tipptoy zu basteln. Von daher bin ich da recht unbesorgt. Ich finde es ganz interessant zu sehen, wenn Leute dann sich auf Mailliste melden oder sich nicht trauen, auf der Mailliste zu schreiben, sondern mir persönlich schreiben von wegen, ich habe jetzt hier was gebastelt, kann ich das online stellen oder so. Also diese deutsche Angst vor Rechtsprobleme ist etwas bedenklich. Also da bin ich auch eher von der Variante mal machen und dann später im Vergebnis fragen. Also traut euch was. Vielen Dank.